Die neue Sportschwimmhalle in Lobeda West nimmt Gestalt an. Die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft hatte heute zum Richtfest eingeladen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation musste die große Feier zwar entfallen, eine Veranstaltung im kleinen Kreis war aber möglich. Seit dem Baubeschluss des Stadtrats im Juni 2018 sind mehr als 3 Jahre vergangen. Seit dem ersten Spatenstich im Oktober 2020 etwa 1 Jahr. Heute steht bereits der Rohbau des Leerschwimmbeckens und auch insgesamt liegen die Arbeiten gut im Zeitplan. Wir feiern jetzt Richtfest, nur 1 Jahr nach dem Spatenstich. Und ich denke, das ist ein großer Erfolg. Ja, wir liegen im Wesentlichen im Terminplan mit dem einen oder anderen Unbill unterwegs, aber im Großen und Ganzen haben wir unser Ziel erreicht. Der Rohbau steht, ist fast fertiggestellt. Jetzt sind wir noch in den letzten Zügen mit der Bodenplatte fürs Hauptschwimmbecken. Insofern können wir mit gutem Gewissen und auch etwas Stolz heute Richtfest feiern. Der Neubau soll dem Vereins-, Breiten- und Schulsport zur Verfügung stehen. Dafür reichen die bisherigen Schwimmflächen längst nicht mehr aus. Auf 3400 Quadratkilometern entsteht eine Schwimmhalle mit 8 50-Meter-Bahnen, die über ein Leerschwimmbecken mit verstellbarem Hubboden verfügt. Die Investitionskosten betragen 16,2 Millionen Euro. Die Stadtwerke tragen den Großteil dieser Kosten, das Land steuert 6 Millionen Euro bei. Für Bäderchefin Susanne Zetzmann rundet die neue Sportschwimmhalle das Angebot in Jena sinnvoll ab. Schließlich sei die Sportschwimmhalle nicht mit dem Galaxy vergleichbar. Ja, der ganz große Unterschied ist, dass es tatsächlich wirklich um den Schwimmsport geht, um die Wassergewöhnung, um das Element Wasser. Also es geht hier wirklich rein um die schwimmerische Tätigkeit. Es wird also keine Erlebniselemente geben, es wird keine gastronomische Versorgung in Größenordnung. Man kann natürlich einen Kaffee bekommen, aber es ist wirklich dafür vorgesehen, dass man hier sich sportlich betätigen kann. Vom kleinsten bis zum größten. Bis die ersten Schwimmer in der neuen Sportschwimmhalle ihre Bahnen ziehen, ist noch einiges zu tun. Der Rohbau soll bereits Ende November abgeschlossen sein. Anfang 2022 werden dann die Edelstahlbecken montiert. Ende 2022 soll die Schwimmhalle dann eröffnet werden. Bisher sieht es ganz danach aus, als könnte der Zeitplan aufgehen.